Willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorial-Reihe Grundlagen zu Rapid. Und in diesem Tutorial möchte ich jetzt einmal auf die Dasher eingehen. Und bevor wir die Dasher in einem anderen Tutorial an unserem konkreten Beispiel modellieren, möchte ich hier an dieser Stelle einmal kurz ein paar allgemeine Sachen dazu sagen, wie man Dasher in Revit modelliert. Wie gesagt, ich versuche mich möglichst kurz zu halten und das nur grundlegend zu machen, damit Sie auch in der Lage sind, dann auch eigene Dasher, die jetzt von dem in unserem konkreten Beispiel abweichen, modellieren zu können. Ja, ich habe hier mal was vorbereitet. Ich habe hier eine kleine, also vier Wände aufgezogen, wo wir dann ein Dach drauf machen. Und ich arbeite hier mit zwei Ansichten. Einmal Ebene 0, also Grundrissebene 0 und dann nochmal die 3D-Ansicht. Da kann man das besser auch gleichzeitig verfolgen. Und es gibt auch gewisse Arbeitsschritte, die in der 3D-Ansicht dann besser umgesetzt werden, schneller umgesetzt werden als jetzt in so einer Grundrissansicht. Wir haben hier drei Ebenen, das sei nochmal kurz gezeigt. Nur, dass Sie kurz einen Überblick bekommen über die Ansicht Nord. Also habe ich quasi noch zwei Ebenen, die Ebene 0 und dann die Ebene 1. Und auf der Ebene 1 soll dann unser Dach platziert werden. So viel erstmal zu dem Testmodell oder zu dem Testprojekt. Und jetzt wollen wir hier mal schauen, was man so für Dasher draufbauen kann. Wie gesagt, ich zeige jetzt nur die wichtigsten Sachen hier in Revit. Sie finden unter der Registerkarte Architektur hier die Dachtools. Da haben wir einmal Dach über Grundfläche, das schauen wir uns an, dann Dach über Extrusion und es gibt noch eine dritte Option, das ist dann Dach über Fläche, die hatte ich ja auch schon bei anderen Bauteilen vorgestellt, ja, dass sie quasi eine eigene Form haben, die schon vormodellieren, das sind meistens diese Massenkörper und dann können sie halt dann in der Oberfläche dieser Form dann ein Bauteil zuordnen, sei es nun Wand oder sei es nun Dach. Darauf werde ich nicht eingehen, das ist ein spezielles Architekturthema, was für uns Bauingenieure eigentlich eher nicht von Bedeutung ist, weil wir ja solche Entwürfe normalerweise nicht machen. Ich habe diese beiden Sachen uns anschauen, also einmal Dach über Grundfläche und dann Dach über Extrusion. Das sind, glaube ich, aus meiner Sicht so die wichtigsten Sachen. Fangen wir an mit Dach über Grundfläche. Und ich bleibe mal kurz drauf, man sieht hier, man zeichnet eine kurze Grundfläche und dann sehen Sie auch solche roten Dreiecke, die geben dann die Neigung an. Ja? Und dann, wenn man das so macht, dann sagt man, okay, an der Seite wird das geneigt und so viel Grad an der Seite. Und die Seite, wo jetzt kein so ein rotes Dreieck auftaucht, das sind hier die beiden, die Seite unten und die Seite oben, dann ist dann auch keine Neigung zu sehen. Ja? Und so kann man das gewisse Dachformen modellieren. Ja, tun wir das mal umsetzen. Also Dach, dann Dach über Grundfläche. Jetzt fragt er mich zunächst, ja, auf welcher Ebene soll das erstellt werden. Wir erinnern uns, wir hatten zwei Ebenen. Ebene 0, die war ganz unten. Ebene 1 ist ganz oben. Also sagt mir, okay, das ist jetzt die Ebene, auf der das Dach platziert wird. Ich sage, okay, das ist Ebene 1. Das können Sie auch nochmal ändern. Wenn Sie jetzt hier in die Eigenschaften gehen, kann man das hier auch nochmal einstellen. Ja. Und jetzt können Sie hier, das können wir auch schon von anderen Bauteilen, wie Decken oder Wänden, jetzt hier eine Konstruktionsform auswählen oder Typen, nehmen Sie einfach mal Ziegeldach und das können Sie unter Typ bearbeiten. Hier können Sie den Aufbau, wenn es mehrschichtig ist, entsprechend einstellen. Ich tue jetzt mal nicht darauf eingehen, weil das haben wir schon in anderen Tutorials angeschaut, wie man das macht. Wir übernehmen einfach mal jetzt hier diese Dachform. Achten Sie vielleicht darauf, dass natürlich jetzt der Schichtenaufbau sich dann auch umsetzen muss konstruktiv, ja, wenn Sie jetzt dann irgendwie spezielle Dachformen wählen und so weiter, dann muss natürlich dann auch dann Schichten reinpassen. Dann kriegen Sie manchmal so Hinweise von Revit oder gar Fehlermeldungen, wenn Sie jetzt einen Schichtenaufbau gewählt haben, also einen mehrschichtigen Dachaufbau, der jetzt mit der Geometrie, die Sie dann modellieren wollen, unter Umständen nicht, ich sag mal, berechenbar ist, ja, weil dann Sie geben eine Geometrie vor und dann versucht halt dann Revit, das Dach da reinzurechnen und das muss nicht immer funktionieren. Gehen wir auf OK und das haben wir jetzt geklärt. Es gibt noch ein paar andere Einstellungen hier, die jetzt aber auch für die Grundlagen nicht so wichtig sind. Vielleicht noch diese hier. Sie können hier einstellen, wie das Dach halt. Wo ist jetzt hin? Jetzt habe ich hier geklickt und. Also Sie können hier zum Beispiel einstellen, wenn jetzt im groben Maßstab, also hier unten können Sie ja die Detaillierung einstellen und wenn Sie einen groben Maßstab haben, wie dann dieser mehrschichtiger Aufbau dann entsprechend abstrahiert werden soll, ja, mit einer Füllung oder mit so einem Muster. Und dann zeigt er Ihnen, wenn Sie jetzt auf einen groben Maßstab gehen, dann nicht die ganzen Schichten an, die werden ja beim groben Maßstab
dann nicht unbedingt zielführend, die darzustellen. Die würden ineinander verschwimmen. Und um das halt dann vernünftig aussehen zu lassen, kann man hier einstellen, okay, wenn ich auf groben Maßstab gehe, wo das halt dann nicht sichtbar ist, wie soll das dann entsprechend abstrahiert werden? Und da haben Sie hier verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen. So viel dazu. Gehen wir wieder raus und fangen jetzt mal an, so ein einfaches Dach zu modellieren. Hier nochmal die Exemplareigenschaften. Ja, also dass es eine Raumbegrenzung ist, das ist ganz interessant. Dann kann man oben noch eine Zuschnittsebene wählen, ja, falls man das haben möchte. Dann wird das oben nochmal abgeschnitten. Und ja, die anderen Sachen schauen wir uns vielleicht an, wenn wir es brauchen. Fangen wir jetzt an, hier unsere Flächengrundriss hier zu modellieren. Hier sei vielleicht nochmal zu erwähnen, das ist ungefähr ähnlich, wie wir es auch schon kennen. Ja, also von den Geschossdecken. Ja, da gab es einen ähnlichen Befehl. Deswegen möchte ich diese Sache jetzt nochmal zu sehr hier vertiefen. Gehen also hier auf Wand auswählen. Checken hier die Optionsleiste. Wir können jetzt hier einen Dachüberstand wählen. Mit 1 Meter lassen wir das Ganze mal. Wir wollen das nicht in die Wand erweitern. Ja, sondern soll quasi hier von der Außenkante losgehen. Und wir können jetzt hier sagen, ob diese Linie, die wir jetzt hier modellieren wollen, in eine Neigung bestimmt. Hat ich ja vorhin gesagt, wenn eine Linie in eine Neigung bestimmt, dann geht dort quasi eine geneigte Dachfläche los. Das kann man auch im Nachhinein noch ändern. Also wenn man das hier vergisst oder so, ist nicht zu schlimm. Das können Sie dann jederzeit noch anpassen. Ich werde hier mal ganz bewusst das deaktivieren. Mache eine ganz einfache Dachform, das wäre die fast wie eine Geschossdecke sich verhält. Also hier sieht man auch hier wieder die. Sie können jetzt hier die Richtung umkehren, ja, das von rechts, von oben oder unten. Und achten Sie auch hier darauf, dass das immer ein geschlossenes Polylinie ist. Dass wenn Sie den Befehl wählen, ist das automatisch so. Wenn Sie allerdings den anderen Befehl wählen, dann muss es nicht so sein. Und das können Sie dann hier über diesen Befehl dann noch bereinigen, ja, dass das dann wirklich geschlossen ist. Es dürfen auch keine Linien übereinander liegen oder so. Wenn wir das haben, gehen wir hier mal auf OK. Wir können das hier auch ins 3D-Fenster verfolgen. Und was wir jetzt erzeugt haben, ist, wenn wir so wollen, eine Geschossdecke, die natürlich allerdings ein Dach ist. Das Ding verhält sich momentan wie eine Geschossdecke, sieht fast genauso aus. Und wenn Sie jetzt mal hier draufklicken, auf diese Geschossdecke, auf das Dach, Geschossdecke sag ich schon, auf das Dach, dann können Sie jetzt hier noch Anpassungen vornehmen. Das Ding ist, wie gesagt, rein geometrisch ist das momentan wie eine Geschossdecke, also überhaupt keine Neigung. Aber man kann jetzt hier noch Unterelemente ändern. Dazu klicken Sie einfach hier drauf, ja, und dann sehen Sie die Unterelemente. Ja, das sind einmal die Eckpunkte und die Kanten. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier so ein Unterelement bzw. so eine Kante anklicken und dann haben Sie hier Griffe und jetzt können Sie hier die Kante nach unten ziehen, beziehungsweise, jetzt habe ich es zu sehr übertrieben, kann ich es nochmal hier korrigieren. Dann können Sie es auch hier numerisch eingeben. Also 3 Meter ist natürlich zu viel, sagen wir mal minus 1 Meter. Und dann habe ich damit auch eine Neigung, ja, erzeugt. Ja, so können Sie theoretisch auch Dächer modellieren über die Unterelemente. Jetzt kann ich hier diesen Punkt zum Beispiel an. Ach so, muss man auf Unterelemente ändern gehen. Setze den Punkt, setze den Punkt hier an und gebe eine Höhe von, sagen wir mal, 1 Meter ein. Und dann können Sie, ich gehe auf Escape, hier solche geneigten Flächen erzeugen über die Unterelemente. Was auch geht, ist, Sie müssen nicht nur, wenn Sie jetzt weitere Punkte oder Kanten brauchen, das zeige ich hier nochmal. Dazu tue ich mal die ganze Form wieder zurücksetzen. Jetzt werden diese ganzen Anpassungen wieder gelöscht. Jetzt haben wir wieder eine ganz ebene Dachfläche. Und ich könnte aber auch hier Punkte hinzufügen. Ja, dazu gehe ich auch mal auf Ansicht von oben und gehe jetzt hier auf Punkt hinzufügen und kann jetzt hier, mache das idealerweise in der Mitte, ich mache das einfach mal nach Augenmaß, setze noch einen Punkt hinzu und gehe jetzt hier auf, kann jetzt hier auf Unterelemente ändern. Klicke auf den Punkt und könnte jetzt hier eine Höhe von minus 1 eingeben und hätte hier zum Beispiel eine Entwässerung, dass es nachher in das Wasser quasi sicher sammelt und dann abgeleitet wird. Ja, das können Sie quasi auch so erzeugen. Letzter Punkt wäre nochmal eine Kante hinzuzufügen, setze das wieder zurück und mache das ganze Spiel noch mit einer Kante, hier auf Ansicht von oben, dann hier Trennungslinie hinzufügen und hier kann ich zum Beispiel jetzt die Mitte sogar einfangen. Und jetzt gehe ich wieder auf Perspektive. Und gehe jetzt wieder auf, klicke das Dach an, gehe dann auf Unterelemente ändern, klicke die Kante an, gebe hier wieder eine Höhe von minus 1 ein. Hätte dann sowas. Kann man auch umgekehrt machen, das sieht jetzt so aus. Ja, so nach innen geneigt. Könnte man aber auch umdrehen, also wieder Unterelemente ändern. Und gebe es nicht mal M2 ein. Dann hätte ich so ein Dach. Jetzt meckert er allerdings rum und das
Kann man besser machen, ja. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt so machen, weil das kann man dann mit einer anderen Technik, die ich vielleicht zeigen werde, besser lösen. Aber theoretisch sieht man auch hier, das überlappt sich ein bisschen, ja. Also man kann ein Dach, da gibt es nicht immer einen eindeutigen Weg, wie man so eine bestimmte Dachform erzielt, sondern es gibt da verschiedene Wege, manchmal bei einigen Dachformen, die allerdings ihre Vor- und Nachteile haben. Also ich würde so ein Dach nicht über diese Technik erzeugen, sondern einen anderen Weg wählen. Aber ginge theoretisch auch. Ja, setzen wir es zurück. Und jetzt gehe ich an die 3D, also bin in der 3D-Ansicht, klicke jetzt hier mal die Dachfläche nochmal an und jetzt kann man ja auch die Grundfläche bearbeiten. Wenn man das, im Übrigen, das, was wir hier gemacht haben, das geht auch bei Geschossdecken. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Geschossdecke neigen wollen, weil Sie meinetwegen hier eine Entwässerung hinzufügen wollen, im Nassraum und so weiter, dann finden Sie auch dort die Befehle. Ja? Jetzt kommt etwas, was jetzt eine Geschossdecke nicht unbedingt hat. Also ich meine, Sie können auch da die Grundfläche bearbeiten. Aber Sie können da keine Neigung eingeben. Ja. Und jetzt kann ich hier so eine Fläche anklicken, kann jetzt hier sagen, bestimmt Neigung. Ja, jetzt habe ich hier eine Neigung, das sehen wir schon 30 Grad, das kann man jetzt hier eingeben, kann man auch hier eingeben, hier unten. Und könnte jetzt hier auch nochmal auf andere Sachen zugreifen, also das dann, dazu dann später. Und wenn ich das sage, gehe ich wieder auf OK. Und jetzt haben wir hier so eine Dachform erzeugt, ja, die halt in dieser Form, weil nur diese Seite geneigt ist. Und das Spiel können wir jetzt weiter fortführen. Wir klicken das wieder an, gehen auf Grundfläche bearbeiten und klicken jetzt die Seite an, sagen hier bestimmt Neigung, lassen es wieder bei 30 Grad, gehen auf OK. Und da haben wir eben das Dach, was wir eben gerade mit dieser Grundfläche bearbeiten oder Dachfläche bearbeiten gemacht haben, allerdings diesmal ohne Fehlermeldung oder ohne Hinweis. Ja. Also man sieht, mit dieser Sache würde ich dann eher arbeiten, zumal Sie hier noch so einen Griff kriegen, wo Sie hier noch daran rumspielen können und das auch nochmal hier entsprechend ändern. Ja, und man kann sogar hier dann die Neigung nochmal ändern, zum Beispiel auf, sagen wir mal, 25 Grad, hier in den Exemplareigenschaften, weil die ja gleich ist und dann kann man das auch hier nochmal entsprechend abändern. Ja, und jetzt können wir das Spiel weiterspielen, klicken das Dach an, gehen wieder auf Grundfläche, bestimmt Neigung, klicken hier diese Linie an, geben hier wieder Neigung an, lassen wir es mal bei 30 Grad, gehen auf OK, dann erreichen wir hier sowas. Ja, tun wir ein bisschen drehen. So eine Dachform. Und wenn wir jetzt wieder hier drauf gehen und vielleicht auch noch die letzte Seite hier eine Neigung zuordnen, dann kommen wir so eine Art Zeltdach. Ja. Jetzt kann man das noch ein bisschen weiterspielen. Ja, ich klicke das nochmal an, gehe auf Grundfläche bestimmt Neigung und klicke jetzt mal hier diese Linie an und gebe mir mal einen Versatz ein. Dachüberstand ist okay und hier ein Höhenversatz. Ich habe es jetzt nicht ausgemessen. Ich mache mal hier, ich hoffe mal, 1 Meter ist okay. Gehe auf 1 und gehe auf OK. Und dann sieht man, jetzt kann ich jetzt einen Walmeffekt erzeugen. Hätte sogar ein bisschen mehr eingeben können, um damit das eindeutig ist, machen wir das vielleicht noch, gehen auf Grundfläche bearbeiten und tun wir sagen mal 2,50 Meter, also 2,5. Das lasse ich auch noch ausgehen. Ja, dann kriegt man hier einen schönen Krüppelwalm. Ja, also so können Sie hier an Dächer erzeugen. Das sind mal so die wichtigsten Sachen, wenn Sie hier über Dach über Grundfläche gehen. Vielleicht noch ein Hinweis: Sobald Sie hier die Neigung zugeordnet haben, ja, dann verlieren Sie hier die Möglichkeit, das über die, wie sind die über diese anderen Techniken zu machen, die ich am Anfang gezeigt habe. Ja, die fallen dann raus, machen dann keinen Sinn mehr. Sie können das nicht kombinieren. Ja, wenn ich Grundfläche bestimmt Neigung. Wie gesagt, wenn ich das immer da rausnehme, hier aus den Linien. Das mit der Neigung, dann kommen wieder die anderen Optionen ins Spiel. Hier diese hier Formbearbeitung. Ja, das geht nur, wenn hier das alles planar ist. Wie gesagt, und das haben Sie alles auch bei Geschossdecken. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, ein Dach zu erzeugen. Und zwar, ich lasse es nochmal raus, ist das über Extrusion. Ja, das ist diese Form. Hier sehen Sie mal, die zeichnen quasi sich einen Querschnitt oder das Profil Ihres Daches vor und dann wird das quasi extrudiert. Ja, und das wollen wir auch nochmal uns hier umsetzen. Ich mache das dann meistens so, dass ich mir hier zunächst in eine Arbeitsebene wähle und das mache ich jetzt hier im 3D-Fenster. Das können Sie auch im Schnitt, in einem Schnitt oder in einer Ansicht machen. Ja. Sie brauchen halt nur eine Ansicht, wo Sie auch das Profil Ihres Dachs sehen. Ja, im Grundriss geht das natürlich nicht, weil da sehen Sie das Profil des Dachs nicht. Also entweder 3D, Schnitt oder Ansicht würde gehen. Und dann gehe ich jetzt hier auf
festlegen, legen Sie die Arbeitsebene fest, brauchen Sie eine Arbeitsebene, die hier Sinn macht und gehen einfach hier auf Ebene wählen, dann auf OK und wähle einfach hier eine Wandseite, ja, wo dann die halt mein Dach möglichst senkrecht durchschneidet. Ja, klicke hier drauf und dann gehe ich noch auf Anzeigen. Ja, dann sehe ich ja auch meine Ebene. Und jetzt muss man schauen, dass wir die Ebene auswählen können. Also nur die Wand, hier können wir sie anklicken. So, jetzt habe ich sie. Jetzt kann ich sie ein bisschen größer ziehen. So. Sie müssen die nicht sichtbar machen. Ich mache es jetzt hier nur für Vorführzwecke sichtbar, damit Sie das besser mitverfolgen können. Und jetzt kann ich mir hier mein Profil drauf zeichnen. Gehe also auf Dach über Extrusion. Und jetzt fragt er wieder, wo soll das Dach hin? Da sage ich ja, das ist die Ebene 1, genauso wie vorher. Versatz brauche ich keinen. Gehe auf OK. Und jetzt gehe ich hier auf Ansicht von links und kann jetzt hier mein Profil drauf konstruieren. Wie macht man das am besten? Ja, nehmen wir ein bisschen was Exotisches, was jetzt mit der anderen Technik nicht funktionieren würde, nämlich so ein Kuppeldach. Gehe also hier auf das, hier das. Und mache hier einen kleinen Versatz hin. Jetzt habe ich das blöderweise nicht. Ich tue mal vor, damit es ein bisschen gerade ist, einfach hier noch eine Linie dran machen. Vielleicht von, sagen wir mal, einen Meter. Escape. Nochmal eine Linie hier, auch von einem Meter. Und jetzt mache ich noch schnell die Arbeitsebene ein bisschen größer, damit Sie das besser sehen. Und gehe jetzt hier wieder auf meine Werkzeuge. Dann mache ich hier diesen Befehl, ja, einen Bogen und zeichne den von hier bis hier und gebe jetzt hier irgendeine Höhe an. Und das soll jetzt, glaube ich, lang als Profil. Wie gesagt, da können Sie wieder auswählen und so weiter. Das können wir uns jetzt mal schenken und gehen auch mal auf OK. Und habe jetzt hier diese Dach gezeichnet. Ich würde es wahrscheinlich nicht so machen, dass es da unten umknickt. Das ist unklug. Ja, das werde ich schon mal korrigieren. Das macht man besser. Gehen wir mal auf Profil bearbeiten und dann können Sie hier das wieder löschen. Hier auch. Und so ist dann günstiger. Jetzt kann ich hier noch das Dach anklicken und hier bei Dachabschluss drauf. Dann müsste das lotrecht zur Dachhaut. Das müsste das. Ja, so sieht es besser aus. Und um das hier unten abzuschließen, gibt es einen anderen Befehl. Den finden Sie hier unter Dach hier unten, Dachunterschicht. Ja, das wäre da günstiger. Auch nicht so rumführen. Das war ungünstig von mir gezeigt. So ist das besser. Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal hier an. So sieht es jetzt aus. Ja, das hat jetzt hier quasi. Jetzt können wir noch einen Dachüberstand einstellen, indem wir hier das Dach anklicken. Und das machen wir vielleicht so. Sieht man es ein bisschen besser. Hier haben Sie nochmal Griffe, können Sie auch die Tiefe verändern. Ja. Er macht das immer von dieser Ebene aus, wo wir das Profil gezeichnet haben. Und das ist ja automatisch, hat es halt also erkannt, bis hier hinten verlängert. Das können Sie aber anpassen. Und ich wollte jetzt noch einen Dachüberstand einstellen. Und dazu das, können wir das Dach hier anklicken. Das geht über die Griffe. Ja. Oder Sie machen das hier. Also hier haben wir einen Extrusionsbeginn von 0. Das geben wir einfach auf minus 1 Meter. Ne, plus 1 Meter. Also so. Stimmt, da unten ist Minus. Und hier unten anwenden. Und hier können wir jetzt noch 1 Meter, hatte ich gesagt, nicht 2. Also 1. Und jetzt können wir hier wissen wir jetzt, die Länge ist 18 Meter. Wenn wir da jetzt quasi noch einen Überstand von 1 Meter haben wollen, also sind es dann minus 19 Meter. Also hier sieht man nochmal die Länge vom Dach. Ja, hier geht es quasi los. Und jetzt habe ich hier, kann ich über diese Sachen auch nochmal die Überstände einstellen. So sieht es jetzt aus. Was jetzt auch noch geht, wäre hier, wenn Sie das Dach anklicken, gibt es hier die Möglichkeit, nochmal vertikale Öffnungen hinzuzufügen. Das bietet ja gleich mit an. Profil bearbeiten oder die Arbeitsebene bearbeiten, also diese hier, oder das Dach neu platzieren. Ja, jetzt aktuell ist es auf Arbeitsebene 1, das können Sie auch nochmal ändern. Machen wir mal so die Öffnung, das ist vielleicht noch ganz witzig. Da gehen wir hier auf vertikale Öffnung hinzufügen. Hätte vorher das. Aha, okay. Wenn wir jetzt im 3D-Fenster sind, müssen wir die Arbeitsebene ändern. Ja, hier können wir jetzt keine, von dieser Arbeitsebene aus können wir keine vertikale Öffnung hinzufügen. Was wir vielleicht mal probieren können, ist einfach das Stick anklicken. Jetzt wechseln wir auf diese Ansicht. Ja, da müsste es, von hier aus müsste es gehen. Da gehen wir hier auf vertikal. Da geht's. Da können wir jetzt hier
quasi einfach eine Öffnung einzeichne. Ich mache das hier mal witzigerweise mit so einem Kreis. Ja, jetzt es erscheint das hier, gehen auf OK und haben jetzt hier diese Öffnung drin. Sie können natürlich auch hier die Arbeitsebene ändern. Ja, Sie müssen jetzt nicht die extra in die Grundrissansicht gehen. Sie müssen nur Folgendes machen: Sie gehen hier in die Ansicht, dann gehen Sie hier auf Arbeitsebene festlegen und wählen jetzt eine Arbeitsebene, die besser ist. Im Übrigen, ja, zum Beispiel Ebene 1, ja, und dann würde das auch von hier aus funktionieren. Ja, Sie brauchen halt nur eine ordentliche Ebene, die halt passt. Bitte verwechseln Sie solche Öffnungen nicht mit Dachfenstern. Ja, also wenn Sie jetzt ein Dachfenster reinlegen, ist da normalerweise eine Öffnung schon mit dabei. Ja, da brauchen Sie nicht extra vorher eine Öffnung machen und danach das Dachfenster reinlegen. Das sind jetzt wirklich konstruktive Öffnungen, wie zum Beispiel für eine Gaube oder so, die jetzt mit Dachfenstern nichts zu tun haben. Ja, das bitte berücksichtigen. Bei der anderen Dachform wurde das nicht angeboten. Sie finden aber meines Wissens die Dachöffnung auch, wenn Sie hier auf Architektur gehen. Und dann haben Sie auch nochmal hier die vertikale Öffnung. Hier können Sie das auch machen. Ja, ich denke, das war jetzt eigentlich alles zu Dash. Achso, letzter Punkt noch. Ich beinahe vergessen. Und zwar sieht natürlich blöd aus hier, wenn die Wände nicht bis zum Dach hochgehen. Das können wir aber auch relativ leicht lösen. Klicken Sie einfach hier, also zeigen auf die eine Wand, dann die Tabulator-Taste, dann wählt er den gesamten Wandzug aus, klicken jetzt den Wandzug an und dann können Sie hier sagen Fixierung oben Basis und klicken das Dach an und dann werden die Wände automatisch bis zur Ihrer modellierten Dach verlängert und wenn Sie das Dach ändern, gehen die Wände auch mit. Ich mache hier mal einen Versatz rein. Da haben wir das hier, Ebenenversatz und machen wir hier was von, sagen wir mal, 2 Metern, damit wieder was passiert. Gehen auf Anwenden, da sehen Sie, dass die Wände auch dann mitwandern, falls Sie das Dach nochmal ändern müssen. Ja, so viel zu den wichtigsten Grundlagen zu Dach. Wie gesagt, das sind jetzt nur ganz wesentlichen gewesen und ich danke für die Aufmerksamkeit.